Guten Morgen, liebe Grillfreunde. Herzlich willkommen zu Feuer und Flamme mit Thorsten und Diego. Heute machen wir leckere Seelenbrötchen à la Thorsten. Lasst euch überraschen. Bis gleich. So, bevor wir heute loslegen, werden wir erstmal anstoßen, aber um diese Uhrzeit haben wir uns heute mal für einen guten heißen Kaffee entschieden, bei den Temperaturen. In diesem Sinne? Jawohl. Zum Wohl? Zum Wohl. Dann würde ich sagen, starten wir mit den Seelenbrötchen à la Thorsten. Zu den Zutaten als erstes 550 Gramm Dinkelmehl. Ich verwende hier Dinkelmehl aus dem Bauernmarkt in Dasing, was ich immer dort hole, beziehungsweise mein Sohn holt, je nachdem, wer gerade in München ist. 15 Gramm Salz, 20 Gramm frische Hefe, 350 Gramm Wasser und 5 Gramm ganze Kümmel. Später für die Dekoration brauchen wir noch grobes Meersalz, aber das später. Also alle Zutaten als erstes in die Küchenmaschine. Ihr könnt dabei die Küchenmaschine natürlich eure Wahl nehmen oder auch mit der Hände kneten, alles kein Problem. Wir tun jetzt nacheinander alle Zutaten schön in den Topf. Und starten den Knetvorgang. Wir kneten jetzt mit der Maschine den Teig 3 Minuten lang, wobei wir den Kümmel 30 Sekunden, bevor das ganze Ende ist, dann hinzufügen. Soweit als erstes und wir sehen uns gleich. So, noch 30 Sekunden. Wir machen noch kurz die ganzen Kümmelkörner hinzu. Und das ist Geschmackssache, der Kümmel. Wie gesagt, könnt ihr auch weglassen, wenn ihr nicht ganz so der Freund davon seid. Aber 5 Gramm, die fallen auch später im Teig nicht wirklich auf. Und wenn ihr wissen wollt, warum wir eigentlich diese Seelenbrötchen machen, ganz einfach. In der Kommentarliste bei unserem Pulled Pork hatten wir ja diese Seelenbrötchen verwendet. Und da waren einige Kommentare, du zeigt uns bitte die Rezepte von diesen Seelenbrötchen. Und euren Wünschen kommen wir natürlich nach. Dafür sind wir ja mit unserer Grill-Community eng verbunden. Genau, und meine Tochter Naomi wird sich auch sehr freuen, weil das sind mit Abstand also ihre Lieblingsbrötchen. Jetzt ist der Teig soweit geknetet. Jetzt muss er erstmal eine Zeit lang ruhen. Diego, einmal in den Topf. Man kann natürlich auch im Knettopf den Teig die 40 Minuten gehen lassen. Aber ich möchte nachher so wenig wie möglich an dem Teig noch Beschädigungen machen. Und deswegen holen wir den Teig jetzt raus, decken ihn ab, feuchten leicht das Tuch und dann tun wir jetzt den Behälter, die Schüssel an einem warmen Ort 40 Minuten gehen lassen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der Teig gegangen ist. Ungefähr auf das Doppelte in 40 Minuten. Bis dann. Bis gleich. So, liebe Grillfreunde, 40 Minuten Gehzeit sind soweit rum an einem warmen Ort. Ich mache am liebsten den Teig immer in den Backofen, stelle auf 30 Grad kurz ein, dass er hochheizt, schalte den Backofen wieder aus und ihr seht, der Teig ist wunderbar gegangen. Jetzt tun wir als allererstes den Teig leicht bemehlen, kippen ihn dann, ohne ihn großartig zu verletzen, aus der Schüssel raus auf das Holzbrett, das wir auch nochmal dann kurz vorher mit etwas Mehl benetzen. Und Ziel sollte sein, das Mehl zu treffen und den Teig so wenig wie möglich zu verletzen. Holen wir die letzten Teigreste raus, weil wir wollen ja nicht so einen edlen Teig verschenken. Jetzt einmal rundherum mit Mehl. Und jetzt kommt die größte Kunst, die mir meistens nicht gelingt. Deswegen habe ich eine Waage dabei. Machen wir den Teig in 5 gleich große Portionen. Dafür nehme ich den Teigschaber. Und damit die Brötchen halbwegs gleich werden, nehme ich die Waage und schaue, dass ich halbwegs gleich große Brötchenstücke habe.
In der Regel ist es bei dem Rezept 190 Gramm. Ob jetzt 5 Gramm mehr oder weniger, da ist dann nicht so wild. Das ist das, was ich ja sage mit dem Portionieren. Mein Augenmaß ist da als nicht so das Beste, aber es soll ja trotzdem halbwegs gleichmäßige Portionen geben. Als nächsten Schritt formen wir die Brötchen mit glatter Oberfläche. Ich mache dafür die Hände zu einem Ring und hole den Teig immer von unten hoch und stopfe ihn wieder in das Loch rein, damit wir eben eine glatte Oberfläche bekommen. Wenn wir dann einmal das merken, dass wir eine glatte Oberfläche haben an allen Seiten, stopfen wir das obere Teil dann zu, dass es verschlossen ist, nehmen das Mehl und drücken den Teigling zu einer runden Plattenform, bemehlen dadurch beide Seiten, noch einschneiden. Jetzt kann man einmal mit der Teigkarte das einmal links und einmal rechts einschneiden und dann legen wir den Teigling auf die Seite. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, das Ganze auch mit dem Messer zu machen. Das zeige ich jetzt bei diesem zweiten Brötchen. Und wenn das zweite Brötchen dann soweit fertig ist, dann machen wir einen kurzen Cut und holen euch wieder dazu mit dem nächsten Schritt. Und ihr seht, wir haben hier Luftblasen im Teig. Die sollen natürlich drin bleiben, weil die machen das Brötchen richtig fluffig, so wie es auch sein muss. Und da kann jeder Bäcker dementsprechend abstinken. Ihr müsst nur schauen, dass ihr das richtige Mehl verwendet, weil das Mehl ist das A und O von der ganzen Geschichte. Und man kann auch hier mit dem Messer das schön einschneiden. Das ist, wie ihr es machen wollt. Es dauert etwas länger mit dem Messer, funktioniert aber genauso. So, schön einschneiden. Und wir sehen uns gleich. Die Teiglinge sind nun fertig, haben nochmal 15 Minuten geruht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt mit dem Benetzen bzw. mit dem groben Salz. Ich habe hier grobes Meersalz. Ich streue die Brötchen mit etwas Wasser. Und wenn die Oberflächen der Brötchen mit Wasser benetzt sind, einfach nach Belieben etwas von dem groben Meersalz über die Brötchen. Wichtig ist für die, nichts muss, alles kann. Die Kümmelstücke wie auch das grobe Meersalz obendrauf ist optional, nach euren Belieben drauf machen oder nicht. Zwischendrin haben wir den Grill mittlerweile schon vorgeheizt, dass auch der Grillstein die Temperatur annehmen kann, weil der Grillstein selber die Hitze von unten richtig aufnehmen muss und an die Brötchen weitergibt, um ein tolles Ergebnis zu haben, wie beim Bäcker dann auch. Deswegen auch lieber im Grill wie jetzt im Backofen. Ihr könnt das Gericht genauso im Backofen machen, auch bei 220 Grad. Alles kein Problem, Ober- und Unterhitze. Ich finde aber das Ergebnis geschmacklich im Grill besser. Ihr seht auch, dass wir den Grillstein unterlegt haben, damit er etwas höher ist, weil die Temperatur im Grill oben ist. Und jetzt nehmen wir die Brötchen, verteilen sie und die Flüssigkeit, die jetzt die Brötchen haben, die helfen nochmal zusätzlich. Und was ich auch noch kurz mache, ist einmal etwas Wasser in den Grill und jetzt den Grill schließen. Und jetzt kommt das Ganze für 20, 22 Minuten bei geschlossenem Deckel da drin zum Garwerden, zum Fertigwerden, zum Backen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. So, liebe Grillfreunde, die Zeit ist gleich um. Und ich würde sagen, nach so viel Kaffee, nach so viel Koffein, werden wir jetzt mal zu unserem Weißwurst-Frühstück übergehen. Diesmal ohne Weißwurst. So, lieber Thorsten. Erstmal zum Wohl. Jawohl, zum Wohl. Zum Wohl, liebe Grillgemeinde. Zum Wohl. So, oh, wunderbar. Der Teig ist wirklich wunderschön. Holen wir sie mal zum Abkühlen. Und ihr seht eine gleichmäßige Bräune auf den Brötchen. Ein Gedicht. Wir lassen sie kurz abkühlen
Und wenn sie abgekühlt sind, schneiden wir ein Brötchen auf, um euch mal zu zeigen, wie fluffig, wie lecker das die Brötchen sind. Bis gleich. So, die Brötchen sind jetzt abgekühlt, sodass wir jetzt einen Test machen können. Wir schneiden mal ein Brötchen schön an, dass ihr einfach mal seht, wie schön, dass der Teig innen drin aufgegangen ist. Richtig schön. Außen knusprig. Innen fluffig. Genauso wie ein Brötchen eben sein muss. Diego, zum Wohl. Wohl bekommt's. Sehr lecker, Thorsten. Sehr, sehr lecker. Die Kombination mit dem Kümmel, mit dem Salz, ein Gedicht, ein Traum. Wie gesagt, das ist optional. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt auf den Gefällt mir-Button, folgt uns, drückt auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Kommentare oder Wunschrezepte haben wollt, dann schreibt es einfach uns. Wir berücksichtigen das, wie wir es heute auch gemacht haben. Bis dann, zum nächsten Mal. Euer Thorsten und Diego. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. Oh, you know what's